Ich habe gute Neuigkeiten, was deinen Fall betrifft, Joe. Wenn es um das versteckte Dynamit unter der Matratze geht, das war nur geliehen. Bei der Verhandlung gab es einen Formfehler. Es muss neu verhandelt werden. Mhm. Tja, in der Zwischenzeit bist du frei. Mhm. Können wir sein Dynamit haben? Ich hol mir einen Colt, raub eine Bank aus und komm zurück. Hast du dir die Adresse aufgeschrieben? Joe Dalton will fliehen. Ich muss die Wachen warnen. Danke für den Service. Lass die Waffen fallen. Ich bin Joe Dalton. Joe Dalton von den Dalton-Brüdern? Aber das sind vier und du bist allein. Ich sag dir, ich bin Joe, der kleinste und gemeinste von den Dalton-Brüdern. Woher soll ich wissen, dass du der Kleinste bist, wenn ich's nicht vergleichen kann? Ja. Na bitte, geht doch. Das gefällt mir schon besser. Her damit. Ich konnte mir keinen Colt beschaffen, aber ich habe einen Plan. Ma hat Kekse für euch gebacken. Meine Anweisungen stecken in den Keksen. Also, Mars Kekse schmecken heute ziemlich pappig. Ach, so ein Familientreffen geht einem ganz schön ans Herz. Joe Dalton will schon wieder fliehen. Ich habe keine Zeit, die Wachen zu warnen. Ich erledige das nicht. Auf dem Papier steht nichts. Er muss mit Zaubertinte geschrieben haben. Mhm. Joe startet heute Nacht ein kleines Ablenkungsmanöver, um die Wachen abzulenken. Wir haben das Seil. So, und jetzt zur Mauer. Schritt 4, bindet den Haken an das Seil. Und jetzt werfen. Pass schön auf, Joe Dalton. Der furchtlose Wachhund dreht seine Runden. Haben wir nicht irgendwas vergessen? Diesmal hab ich dich erwischt. Ich hab dich, Joe Dalton. Na schön. Ich mache einen größeren, besseren Plan. Und diesmal keine Fehler, klar? Ach, hör doch auf. Du hältst uns wohl für Idioten, hä? Deine Zeichnungen sind nicht viel besser geworden, Joe. Keine Sorge, Joe holt uns hier schon raus. Joe macht dies, Joe macht das. Warum macht er immer alles? Hör, zeigen wir ihm, dass wir auch ohne ihn ausbrechen können. Ja, bitte. Hey, Bob, da bist du ja. Joe Dalton ist jetzt Gefängniswärter? Endlich sind wir zwei ein Team, du und ich. Wir brauchen einen Plan. Es ist echt anstrengend, meinen Kopf zu benutzen. Ich weiß was. Wir benutzen seinen Kopf. Nein, du machst nur meinen Plan kaputt. Alles klar, Partner. Ich gebe dir Rückendeckung. Bob! Bereit? Bereit. Joe wird stolz auf uns sein. Und eins. Und zwei. Tada! Und drei. Beeilen wir uns, bevor die Wachen Alarm schlagen. Ah!
Ich halte hier mal die Stellung. Was jetzt? Hier ist der Plan, hä? Nach links! Und jetzt? Noch einmal nach links! Da sind sie ja! Hey! Ein Wärter! Er ist zu den Zellen gelaufen! Die Spielzeit ist vorbei! Jack, William, Averell! Joe! Mein Partner braucht wohl Rückendeckung. Dafür bin ich da, die werde ich ihm geben. Achtung! Und jetzt los! Ich weiß gar nicht, warum die mir eine Medaille gegeben haben. Die ist ja nicht mal aus Schokolade. Das war deine Schuld, Joe. Wir wollten gerade fliehen. Du hast alles kaputt gemacht. Meine Schuld? Ihr seid ja noch schlimmer als Ketten und Handschellen. Geht mir aus den Augen, bevor ich sauer werde. Kein Problem, Joe. Der Fehler in deiner Akte wurde korrigiert. Und du bekommst einen extra Monat Einzelhaftgefängnis, weil du Gefangenen zur Flucht verhelfen wolltest. Was? Das ist ein Irrtum. Das war deren Idee. Steht nicht so blöd darum. Sag doch was. Darf ich vielleicht so eine Essen-Ration bekommen? Es war ein friedlicher Tag. Alles war ruhig in der Bank, in der der Kassierer gerade den Tresorraum öffnete. Aber plötzlich platzte Bandito Bill in die Bank. Oh. Das ist doch Kinderkram. Ich muss einen Fluchttunnel haben. Wer ist dabei? Na, wer macht mit? Aber Joe, Lesen öffnet die Türen zu deinem Geist, die Fenster zur Freiheit. Glaub mir, das ist die ultimative Form der Flucht. Öffnet die Tür, Freiheit, Flucht. Sieht so aus, als würden sich die Gefangenen wirklich bilden wollen. Oh. Ja. Was machst du denn da? Oh, wie sieht's denn aus, Joe? Ich grabe. Miss Betty hat gesagt, dass wir mit einem Buch fliehen können. Doch nicht, indem wir damit graben, du Vollpfosten. Man muss ein Buch lesen, wenn man fliehen will. Okay, macht euch an die Arbeit. Lest drauf los. Was? Es war, Zehn zahme Ziegen. Es war vor gar nicht allzu langer Zeit. Da lebten ein Mann und eine Frau. Es war vor gar nicht allzu langer Zeit. Und sind wir schon draußen? Noch nicht, Joe. Weiterlesen. Oh! Es war einmal ein Mann, der ging zum Zoo und er wollte. Sind wir schon draußen? Wir sind noch drin, Joe. Aufwachen! Ich habe den ultimativen Fluchtplan. Wir machen es so, wie es der Graf von Monte Cristo getan hat. Wir sterben. Mr. Peabody, Sir! Lassen Sie mich raten. Die Daltons haben wieder versucht zu fliehen? Nein, noch schlimmer! Sie sind alle tot. Tja, das war dann wohl das Ende ihrer Bildung. Oh, das Spiel kenne ich. Toter Mann spielen, da mache ich doch direkt mal mit. Essen ist fertig. Wer nicht will, der hat. Gib mir aus dem Weg. Ich komme. Wer sich zuerst belebt, der ist draußen. Mr. Peabody, komm! Die Daltons nehme ich an. Toll, noch eine Runde. Hm.
nicht widerstehen. Ich kann gar nichts dagegen machen. Wir haben alle unsere Schwachstellen, Joe. Hab schon wieder gewonnen. Mr. Peabody, Sir. Jetzt reicht's mir aber. Diesmal wollen wir sicher gehen auf wissenschaftliche Art und Weise. Joe, du bist raus. Ah. William, du bist raus. Jack, du bist raus. Ach, so ein Wissenschaftskram gab's bei dem Grafen von Monte Cristo nicht. Ich habe schlechte Neuigkeiten für euch. Euer Bruder ist von uns gegangen. Oh, mein Rücken. Kleine Pause. Oh. Ming kann Muskeln auflockern. Es geht doch nichts über eine kleine Massage nach einem anstrengenden Spielchen. Armer Everett. Essenszeit. Ja! Lecker. Nicht so hastig. Das ist das erste Mal, dass deine lahme Hirntätigkeit für uns alle von Vorteil ist, Avril. Von jetzt an bist du tot. Naja, ich sterbe vor Hunger, wenn du das meinst. Nein, ich meine, du bist tot, aber nicht richtig. Aber ich sterbe wirklich vor Hunger. Wir müssen uns an die Arbeit machen. Nö, ich muss erst was essen. Du kannst essen, nachdem du gestorben bist, Avril. Zuerst musst du ein Testament schreiben, deinen letzten Willen. Du wünschst dir, in der Wüste beerdigt zu werden von deinen Brüdern. Wenn wir es draußen sind, wusch, sind wir weg. Einer mit einem Riesenappetit hat uns verlassen. Aber das Gute daran ist, dass jetzt mehr für den Rest übrig bleibt. Genug mit dem Rumgesülze. Mach hin, öffne das Tor! Joe, Moment. In seinem letzten Willen hat Avril gewünscht, dass er zum letzten Mal durch das Fluchtloch nach draußen gelangt, was ihm bis jetzt noch nie gelungen ist. Super Idee, hä? Weiter nach links! Nach links! Er passt nicht durch, Joe! Er muss aber durchpassen! Er muss, ob er will oder nicht! Ich geh mal raus und zieh von der anderen Seite! Na los, schiebt! Au! Versuchen wir es mal seitwärts! Wenn er doch nicht so schwer wäre! Hey, wartet, Jungs! Wenn wir zu viert mit anpacken, ist es leichter! Du Matschbirne! Du hast uns unsere Flucht vermasselt. Das viele Lesen hat uns wirklich geholfen. Wen denn, Avril, den Aufseher? Du warst klüger, als du tot warst. Schwachkopf! Sag mal, ist das Spielchen vorbei, oder was?